Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, die Eva von Evas Backparty und heute habe ich ein richtig leckeres Gericht für euch und zwar mache ich heute mit euch eine Lasagne, aber da wir ja momentan Herbst haben, machen wir nicht die klassische, sondern eine richtig leckere Kürbislasagne und wir fangen jetzt auch sofort an. Zuerst müssen wir unser Gemüse andünsten, dazu brauchen wir ungefähr 1,5 Kilo Hokkaido-Kürbis, 400 Gramm Tomaten, 2 Zwiebeln und wer mag, kann auch etwas Knoblauch mit hineingeben. Seid ihr übrigens auch so große Knoblauchfans wie ich, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Den Kürbis müssen wir jetzt noch zerkleinern, dazu halbiere ich ihn, hole mit einem Löffel das Fruchtfleisch heraus und schneide ihn anschließend in Würfel. Anschließend müssen wir unsere Tomaten noch zerkleinern und die Zwiebeln und den Knoblauch klein würfeln. Den Knoblauch, die Zwiebeln und eure Kürbisstückchen dünstet ihr dann in einem Topf an und gebt dann eure Tomatenstückchen hinzu. Bei geschlossenem Deckel lasst ihr das jetzt so lange garen, bis der Kürbis schön weich ist. Immer wieder mal umrühren, damit es auch gut vermischt ist. Anschließend brauchen wir noch 150 Gramm Creme Fraiche und einen Teelöffel Speisestärke. Die Speisestärke verrührt ihr dann gut mit dem Creme Fraiche und gebt dann auch gleich eure Gewürze hinzu. Ich hatte hier Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer, ihr könnt aber gerne natürlich auch anders würzen. Den Creme Fraiche gebt ihr dann zu eurer Kürbismasse hinzu und rührt es dann gut durch. Anschließend schmeckt ihr natürlich nochmal ab, ob euch noch etwas Gewürz fehlt. Für die Bechamelsoße brauchen wir 750 ml Milch, 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Butter. Die Butter wird in einem Topf so lange erwärmt, bis sie komplett geschmolzen ist und dann rührt ihr zügig euer Mehl hinein. Dann müsst ihr aufpassen, dass euch das nicht anbrennt und sobald das Mehl hellgelb ist, gebt ihr eure Milch hinzu. Und da ist es wichtig, dass ihr jetzt die ganze Zeit wirklich gut umrührt, damit euch da nichts anbrennt. Sobald sich alle Klümpchen komplett aufgelöst habt, lasst ihr das dann kurz aufkochen und dann merkt ihr auch schon, dass die Masse eindickt. Ich gebe dann noch etwas Salz und Pfeffer hinzu, damit es auch richtig schön würzig wird. Jetzt können wir anfangen, unsere Lasagne zu schichten. Dazu brauchen wir natürlich noch ein paar Lasagneblätter und natürlich auch noch leckeren Käse. Ich habe mir hier jetzt 200 Gramm Gouda gerieben. In unserer Auflaufform kommt dann zuerst etwas Bechamelsoße, wo wir dann unsere Lasagneblätter oben drauf legen. Anschließend geben wir dann etwas von unserer Kürbis-Tomatenmasse oben drauf und natürlich auch noch leckeren Käse. Und so verfahrt ihr dann weiter, bis ihr drei leckere Lasagneschichten habt. Und jetzt kann unsere Lasagne in den Backofen wandern. Den habe ich auch schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und die Lasagne wird ungefähr 25 bis 30 Minuten brauchen. Falls ihr euch oben zu braun werden sollte, könnt ihr gerne noch ein bisschen Alufolie oben drüber legen. Und schon ist unsere leckere Kürbislasagne fertig und ich freue mich immer auf den knusprigen Käse obendrauf, den esse ich nämlich am liebsten. Das komplette Rezept könnt ihr gerne nochmal auf meiner Webseite evasbackparty.de nachlesen. Da wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss!